Wo sind die ganzen Waffen? Kommen die aus den Rüstungen raus oder wie? Das hätte ich ganz gerne mal geguckt, ja. Warum müssen wir die aufdrücken? Geht die nicht von alleine auf? Mädels, der Hauptcomputer dieses Turms befindet sich in den Archiven der Regimepolizei, nahe der Spitze. Schafft es irgendwie da hoch. Abby, Ende. Was sind die Befehle von Turmkommandant Edelstein? Wegen dieser Terroristenmädchen. Ja! Glaubt ihr wirklich, wir kämen nicht mit zwei kleinen Rutschgehirn zu? Hier hat's jemanden erwischt! Jawohl, ein Kopf ist auf dem Weg! Kann ich zielen! Andere Position! Ja, Schwester! Du bist die Beste, verdammt! Easy! Von hinten sind die kein Problem. Wir sind einfach viel zu mächtig. Alles klar, ich wechsle die Position. Bewege mich an ihre Seite. Dabei mache ich nicht mal viel, ich halt nur drauf. Bewege mich zu neuer Position. Schnauze. Ja, viel Zeit habe ich nicht, ne? Teilweise. Oh. Mach mir doch nochmal Angst, Mann. Mädel. Ich dachte gerade, du bist der Feind, Mann. Waren wir hier nicht mal drin mit Blazkowicz? Das tut weh. Nice. Schwester, kann man dich langsam gebrauchen oder wie? Oh,
Aha. Ich seh dich jetzt! Keine Munition! Muss nachladen! Hoho! Ich ändere die Position! Oh! Ich schätze den Maschinensoldaten auf! Mega krass und voll extrem, Jess! Dabei habe ich nicht mal viel gemacht, ne? Ich muss meine Position wechseln. Easy. Ja, ja, wir töten alle. Ah, das überlebst du? Okay. Easy. Wir rippen mal alle kaputt. Wir brauchen die. Oh. Arme Jungs. Oh, hab ich dich erwischt? Scheiße, wa? Ach, hey. Die haben auch das Gefühl, wa? Die könnten irgendwas. Vor allem den jetzt mit der Laserwaffe. Ja, ja, komm. Und weg. Easy freezy. Und jetzt gehen wir mal hier runter und gehen weiter. Okay, wir haben die Aufzüge gefunden. Aber wir brauchen noch einen Code für dieses Zahlenfeld. Oh. Schauen wir uns um. Welchen Kommandanten? Meinst du den? Tut mir leid, da bin ich jetzt zuvor gekommen. Wir hatten leider bis jetzt nur einen einzigen Bossfight. Du weißt genau, was das ist. Aha. Und von mir haben sie keins. Was? Jesse Blazkowicz. Papa meinte, dass es zu viele Idioten gibt, die nicht miteinander klarkommen. Ergibt Sinn, schätze ich. Naja, nicht wirklich. Ich gehe jetzt einfach hier raus. Ich spring da mal. So. Ich hab den Code Jess. Abgefahren. Entschlüsseln wir ihn. Oh Gott, der wäre einfach da auf. Ach du Schreck, Und ich bin noch daran vorbeigegammelt. Getan, worum du sie mich gebeten haben, Maschinenkommandanten Dietmar. Ich weiß, dass Kommandant Felix wütend darüber ist, dass sie ihn ins russische Niemandsland verbannen. Ich hätte Vorsichtsmaßnahmen treffen sollen. Der Code für die Aufzugstür wurde in 4351 geändert. Jetzt sollten ihn dieser lästige Kerl keinen weiteren ungebetenen Besuch mehr abstatten, da es nicht mehr auf dieses Netzwerk zugreifen kann. Ich möchte mich in aller Form für die Annehmlichkeiten entschuldigen. Okay, interessant. Interessant. Oh
Kommt jetzt der nächste Bossfight? Schade, haben sie keinen Ton, ne? Was sie da so. Schwestern, ihr seid kurz vor den Büros der Regimepolizei. Der Aufzug zu den Archiven muss hier irgendwo in der Nähe sein. Mach weiter. Ja, ja. Heute gibt's eine extra Large-Folge. Weil wir gerade so weit gekommen sind. Wirst du merken, wenn du oben angekommen bist. Was zum? Bruder! Hey! Stehen bleiben! Verstanden, Kommandant! Verstärkung ist auf dem Weg! Du bist der Hammer, Jess! So genial! Das wollte ich eigentlich nicht damit bezwecken. Ich wusste ja nicht, dass die zu zweit nach oben kommen. Naja, gut. Da machst du auch nichts, ne? Oh! Da bist du ja! Da bist du ja! Easy! So, mal gucken. Ich ändere meine Position. Negativ, Kommandant. Es stehen keine Soldaten zur Verfügung. Ja. Ups.
habe ich etwa zu viel Schaden gemacht. Tut mir aber leid. Geteiltes Leben. Ja, immerhin. Wieder 3 Leben, wahrscheinlich wegen Bossfight und so. Unser Weg zu den Archiven. Aber ich bin froh, wir sind weit gekommen. Ja. Dank euch machen wir große Fortschritte. Ach was. Das Regime hat eine Heidenangst vor euch. Gute Arbeit. Ja, weil wir es können, wa? Na komm. Gönnen wir uns. Und gehen rein. Ja, wir machen ab heute weiter, weil wir irgendwie am Anfang ziemlich lange rumgelungert sind. Vergesst nicht, Mädels. Die Archive sind schwer bewacht. Holt euch von den Turmkommandanten die Schlüssel für den Zugang zum Hauptcomputer, damit ich ihn hacken kann. Okay. Machen wir. Jetzt ist eigentlich die Frage, wie wir das am geschicktesten anstellen. Wenn es wirklich so hart bewacht ist. Wow. Hallöchen, mein kleiner Freund. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ja, ist klar. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Ei. Bruder 1. Stimmt, Mann. Hab den ersten Schlüssel. Das ist easy. Und das gleiche müssen wir wahrscheinlich in Bruder 2 machen. Ich hab den zweiten Schlüssel, Schwester. Okay, Ladies. Jetzt die Schlüssel in den Hauptcomputer stecken und fertig. Alles klar. Ja, Weiler. Ich schaff das nicht allein, Jen. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht und wir sehen uns in einem anderen Part sicher wieder. Aufgabe begonnen.
Abkürzung freischalten. Okay, noch nicht ganz beendet, ne? Ha. Moment, natürlich nehmen wir hier alles mit. Ha. Hier. Ja, Gesundheit ist voll. Interessant. Ja, das haben wir bei Bruder 2 auch gemacht, ne? Dass wir das schon. Dass wir schon die Abkürzung freigeschaltet haben. Kamera 2, Bruder 1. Mädels, ich habe Teile einer alten Geheimübertragung von General Lothar an eine unbekannte Quelle in Berlin entschlüsselt. Hört euch das an. Was ist Ihre Vision, Lothar? Nun, zunächst einmal geht meine Vision weit über das hinaus, was sich diese Trottel in Berlin vorstellen können. In meiner Vision habe ich die Zukunft gesehen. Über Europa und der Welt braut sich ein Gewitter zusammen. Fluten und Stürme ziehen über die Nationen. Nur ich kann das Regime auf das vorbereiten, was kommen wird. Da ist noch mehr, aber das Entschlüsseln wird etwas dauern. Klar könnte ich das für Level-Ups benutzen, aber nicht wirklich. Und wenn wir Papa nicht finden, Soph? Was dann? Wie sind die Blazkowicz-Schwestern, Jess? Wenn es so sein sollte, werden wir damit fertig. Also auf die leise Art, so. Aha. Aha. Das war's jetzt, oder wie? Nicht wirklich. Wir haben's eilig. Bruder 1 komplett cleared. Finde den Untergrund. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon können. Keine Ahnung. Bruder 1 haben wir jetzt eigentlich. Na? Das wäre dann das nächste eigentlich. Wir doch auch schon überall. Ich weiß jetzt nicht, wo wir was noch machen sollten, müssen, tun. Ich will aber nicht mehr über die Welt erfahren. Ich will an sich einfach nur die Story spielen.
kann nämlich nicht angehen, dass Monsieur Bleskovic einfach sagt, jo, ich bin mal verschwunden, Mann. Na, ganz einfach. Dann fehlt eigentlich nur noch Bruder 3 und dann hätten wir eigentlich alles gemacht. Okay, Abby, wir sind drin. Wo ist der Hauptcomputer? Weit oben, fast an der Spitze des Turms. Ihr müsst zuerst durch die Garage in die Hauptlobby und dann immer nach oben. Geht klar, Abby. Okay, Ladies. Geht durch die Garage von Bruder 2 und dann hoch in Richtung Dach. Dort befindet sich der Hauptcomputer. Aha. Ah. Ein Ziel markiert. Zum Glück habe ich hier einen Laser. Sollen wir heimlich vorgehen? Eigentlich nicht. Das ist einfach Reflex. Deswegen war ich wieder mal unsichtbar. Aber gut. Na gut, ich bin eigentlich fast, ne? Fast full life. Hier meint die. Die wurde uns damals nicht angezeigt. Okay, das muss die Garage sein. Yep, die Hauptlobby ist geradeaus. Wenn das eine Turmlobby ist, dann weiß ich auch nicht. Sieht mir aus wie eine Lagerhalle oder so. Mit noch so einem Ding. Oh, nee. Das ist der Shit. Den ich nicht sehen will. Ich brauche noch mehr Muni. Ein Schuss reicht nirgends hin. Außer wenn ich ihn zum Lachen bringen will. Aha. Ja, moin. Ja, genau, der macht einfach hier seine Patrouille, ne?
Dein Ernst, hat er mich wirklich gesehen? Du bist der Hammer, Jess. So genial. Das war eigentlich nicht geplant. Was? Kann er das Ding wieder reparieren? Das finde ich jetzt nicht cool. Feind ist markiert. That not gut. Warum kann es mir nicht einmal den Rücken zudrehen? Du machst gar nichts kalt momentan, ne? Also, bei aller Liebe. Aha. Ja, ich spare mir das jetzt auf, bis ich voll bin ungefähr. Und dann versuche ich von hinten was zu reißen. Wir haben es einfach so geschafft. Okay. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das Arschloch noch killen, aber okay. Easy. Wenn die meinen. Wir müssen die Zugbrücke runterlassen. Mal sehen, ob wir was finden können. Nee, sag nicht, der ist online. Ich habe so das dumpfe Gefühl, der kommt noch online. Da nutzt dir jeder Positionwechsel nichts. Da kommt man hoch.
wohin, Mann? Ich weiß. Sehr gut. Waren wir hier? Ja, hier kamen wir her. Gut. Ich finde gut, dass wir wenigstens Hinweise bekommen, falls wir sowas mal nicht benutzen können. Aha. Was? Hey, Papa hat erzählt, dass man damit Sprengstoff an diese Bastarde heften kann. Klingt echt cool. Dieselkraftwerk. Drücke R2, um haftende Dieselgranaten zu verschießen. Drückhalter, um sie zu zünden. Das Dieselkraftwerk verschießt haftende Dieselgranaten, die ferngezündet werden können, nützlich um Klammerverschlüsse zu zerstören oder vor allem Kampffallen zu platzieren. Okay. Testen wir gerade. Aha. Ja, moin. Das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Jetzt haben wir sogar noch ein Dieselkraftwerk. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, überall durch. Das war cooler. Roter Nebel. Was heißt das? Verstümmelte 150 Gegner. Ja, deswegen liebe ich die Kugel. Na, Kugelgewehr, Muni. Ich wechsle meine Position. Die zerfetzt Leben. Mein Kanal wird nicht mehr jugendfreundlich sein nach diesem Part. Oder nach diesem Let's Play allgemein. Wechsle Position. Greife von der Seite an. Suche eine bessere Position. Mega krass und voll extrem, Jess. Ja, was willst du machen? Wenn da so ein Riesendulli ankommt, der meint, ja, komm, können wir mal einfach durchrasieren. Nee, nee, so einfach dann auch wieder nicht. Ach Gottchen. Aber genau, was ich tun muss, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Das zeigt mir ja nichts an. Oh, Flammenwerfer. Kann das sein? Gehen wir mal oben aufräumen, sonst haben wir sowieso keine Ruhe. Ja, da. Hm.
An dem Ding lässt sich Sprengstoff befestigen. Hallo? Es funktioniert, Jess. Mega cool. Stufe 25. Die Turmkommandanten von Bruder 2 sind für die Landebahnen auf dem Dach verantwortlich. Spürt sie auf, erledigt sie und nehmt ihre Schlüssel, damit ich den Hauptcomputer hacken kann. Jojo, dann machen wir heute 2 zum Preis von einem. Einmal hier, einmal hier und einmal so. Gefällt mir. Es hat ja genug hier, ne? So. Nehmen wir das Ding weg. Gucken wir mal. Wie wir keinen von Marks großen Trucks rumfahren durften, weißt du noch? Ja. Mark ist ein rassistischer Kotzbrocken, der sicher mit dem Regime gemeinsame Sache macht. Wer weiß, wer weiß. Ah, jetzt gibt's noch ein Elektrokraftwerk, euer Ernst? Sieht man das hier auch noch? Easy. Hey Abby, wir sind jetzt in der Hauptlobby. Wahrscheinlich splitte ich die folgenden 2 Folgen. Er sollte euch weiter nach oben bringen. Aber an einem Tag. Weil sonst wird es einfach zu heftig, wenn ihr alles an einem Stück kriegt. Das ist jetzt voll aufgeladen? Na. Jetzt schon. Nicht schon wieder so ein Scheiß. Haben die denn nichts aus... Ah ne, können sie ja gar nicht. Ding haben sie ja als erstes gebaut. Dann haben sie gedacht wahrscheinlich, oh, das ist Safe Call und au. Du schaffst das. Hey, so. Zur Seite! Verstärkt die Sicht! Oh. Au. Danke, Jess. Dann viel Spaß beim Suchen. Ah, nö, ich habe ihn schon. Ergib dich! Ergib dich sofort! Warte so, Schwester. Wechsel die Position! Alleine! Du versperrst mir die Sicht!
Schwester. Ist im Weg. Das ist nicht gut. Das ist eine Option. Boah, was für ein Massaker, Die wollen mich komplett verarschen. Und man kann jetzt in jeglichen Aufzug einfach mal rein. Spielt also keine Rolle. Okay. Ich bräuchte eigentlich mal Pause, aber... Nee, den Überlebenskit... Die ist jetzt schon öfters kaputt gegangen. Und wir haben es trotzdem hingekriegt. Mir macht meine Munitionsknappheit eher mehr Sorgen. Ich bin halt eher der Rambo. Ja, such mir lieber ein paar. Na? Ein paar Waffen noch. Ja, jetzt bekommen wir gar nichts. Das ist ja dumm. Doch, hier. Aber das heißt gar nichts. Ah, doch, hier. Nur 451. Hallo? Machst du gut. So. 0451. Hey Mädels, das Regime führt Wartungsarbeiten an der Außenseite des Turms durch. Klettert das Gerüst nach oben, bis ihr im Stockwerk mit dem Aufzug zum Dach seid. Aha. Sonst noch Wünsche? Und das wäre... Macht euch bereit!
ändere meine Position! Verstanden! Aha. Ja, egal, was jetzt auf uns zukommt, wir sind bestens bewaffnet, ja. Zumindest was Angriffskraft angeht. Vielleicht kommen wir an den einen oder anderen Ort noch nicht rein, weil uns was fehlt, aber an sich kräftetechnisch sind wir ziemlich ausgebaut. Das Game hat mehr Fun-Elemente drin als irgendwie, ja. Na, ihr wisst, was ich meine. Ne, warte mal. Machen wir. Deswegen wollte ich hochspringen, aber ist okay. Arschkrampe. Zum Dach findet ihr in den oberen Stockwerken des Turms. Ihr müsst weiter hoch. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Stimmt, Mann! Oh Gott. Oh, Scheiße. Danke, Schwester. Zum Glück haben wir das nicht nehmen müssen vorhin. Wunderbar. So. Was willst du tun, Mann?
So. Na komm. Dieser Parkour kann doch sicherlich nicht so schwierig sein. Bleib einfach stehen am besten. So. Also da muss ich rennen. Haha. Ach du Scheiße. Ja, wow. Und sie kommt nicht hinterher, oder? Ich möchte ja sehen, wie sie das macht. Ach so. Die wartet jetzt unten? Nö. Die springt da ganz easy hoch. Interessant. Zu zweit würde das sicher noch lustig sein, ne? Weil ihr müsst ihr überlegen. Dass das normalerweise jemand steuert, das Ganze. Weil man es ja Multiplayer-mäßig machen kann. Wenn da der erste durchkommt und der zweite immer verkackt. Ha. Sehe ich nicht so. Kleiner Fun Fact. Wenn ich bei euch oben bin, könnt ihr mich mal kreuzweise. So. Und voilà. Ich guck mich zuerst hier um. Waffen bereit! Ich mach diesen dämlichen Körper kalt! Oh-oh. Jetzt kann er sich einfach wieder heilen, der Kollege. Tanzen kann jeder, ne? Ups.
Na gut, da geht's weiter. Es ist so traurig, dass ich wegen Runterfallen irgendwie Leben verloren habe. Schlüssel für den Hauptcomputer. Okay. Mal kurz zur Hand, Jess? Das hoffe ich doch. Weil wahrscheinlich brauchen wir die drei Leben gleich. Nicht wirklich. Noch ein kleiner Imbiss vor dem Tod. Okay, meine Freundin ist ungefähr viertel nach 10 zu Hause. Bis dahin. Getroffen, Jess!
Und da ist gar nichts drin. Ja moin. Könnt ihr hier drüben Hilfe gebrauchen? Ich brauch dich! Ja, was willst du tun? Du kannst nirgends dich verstecken, du kannst nichts machen. Oh Gott, ich könnte kotzen. Sag mir nur, wir sind noch zu schwach für dieses Gebiet. Dann ist aber echt Sense. Und vor allem Dingen, ich wüsste nicht, ich habe eine ganze Salve von diesen Granaten da an ihm verballert, die Haftgranaten. Und das interessiert den keinen Meter. Anscheinend. Anscheinend. Okay, Abby, wir sind drin. Wo ist der Hauptcomputer? Weit oben, fast an der Spitze des Turms. Ihr müsst zuerst durch die Garage in die Hauptlobby und dann immer nach oben. Dein Ernst gerade? Nochmal alles von okay, vorne? Geht durch die Garage von Bruder 2 und dann hoch in Richtung Dach. Dort befindet sich der Hauptcomputer. Nochmal alles von vorne. Nee, keine Zeit. Sorry, nee, akzeptiere ich nicht. WTF, spinn die jetzt komplett, oder was? Da versagt man ein einziges Mal und man darf alles nochmal machen. Jetzt spinnen sie komplett. Die Garage sein. Yep, die Hauptlobby ist geradeaus. Und dann viel Spaß beim Bereitmachen. Wir
müssen die Zugbrücke runterlassen. Mal sehen, ob wir was finden können. So. Ach, Scheiße. Ja, Schwester! Du bist die beste Verdammte! Das funktioniert, Jess. Mega cool. Die Turmkommandanten von Bruder 2 sind für die Landebahnen auf dem Dach verantwortlich. Spürt sie auf, erledigt sie und nehmt ihre Schlüssel, damit ich den Hauptcomputer hacken kann. Machen wir. Aber diesmal machen wir es im Schnelldurchlauf. Hey Abby, wir sind jetzt in der Hauptlobby. Sehr gut, Mädels. Da muss irgendwo ein Aufzug sein. Er sollte euch weiter nach oben bringen. Hey, stopp! Oh. Ach nein. So. Oh, Scheiße. Das war jetzt überhaupt nicht so geplant. Ich hab die Tür vergessen. So. Danke, Mann. Null 4 5 1. Go. Hey Mädels, das Regime führt Wartungsarbeiten an der Außenseite des Turms durch. Klettert das Gerüst nach oben, bis ihr im Stockwerk mit dem Aufzug zum Dach seid. Kein... Also, definitiv kein Kommentar zu der Kacke gerade. So. Hey, du, du verstehst mir die Sicht.
Aufzug zum Dach findet ihr in den oberen Stockwerken des Turms. Ihr müsst weiter hoch. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Aha. Also das habe ich diesmal First Try geschafft. Und das noch in Rekordzeit, ja. Die Turmspitze erreicht. Okay, sucht jetzt. Das kriegst du hin, Mann. Dass er ein sehr guter Anwalt war und er hat mit Paps in den 60ern Regimekiller gejagt. Und da war Public. Okay, ihr beiden. Konzentriert euch erst auf den Turmwächter und dann auf die Kommandanten. Aha. Und das soll wie gehen, wenn der hier Dauerbeschuss raushaut. Ich habe jetzt keinen Bock auf den. Kein Bock. Ja, nee. Danke, danke. Jazz. Ich mach gerade nur mein Bestes, ne?
weil ich nicht nochmal alles machen möchte. Das ist doch gut, wenn du wieder da bist. Boss-like. Okay, du hast jetzt Zugriff zum Hauptcomputer, Abby. Ja, Sekunde bitte. Jawohl, bin drin. Das ist unfassbar. Okay, Mädels, und jetzt raus da. Schon weg. Ach du Scheiße. Wie wir die jetzt einfach zerberstet haben. Noch ein Fragment von Luthers Übertragung entschlüsselt, Mädels. Hört mal. Labor X ist für uns von entscheidender Bedeutung, General Miss. Dort unten entwickeln wir Technologien, die es uns erlauben werden, die kommenden schweren Jahre zu überstehen. Berlin sagt, dass das nur Geldverschwendung sei, dass ich abgesetzt werde, wenn ich so weitermache. Aber was wissen diese Einfallspinsel schon? Drängen Sie Ihre Leute in Berlin, mir gegenüber loyal zu bleiben, General Messer. Ganz gleich, was noch passiert. Wir werden warten, wie Haie im trüben Wasser. Hören Sie zu, der Augenblick. Ich arbeite am Rest der Übertragung. Aha. Ich nehme die Drohne aufs Korn. Oh. 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 Ich ändere die Position. Ich gehe auf die scheiß Drohne. Ich mach das Arschloch kalt. Und wie komme ich darüber? Wo sind wir hier? Aha. Wir gehen zurück. Wir haben es wieder mal hingepackt.
deichselt. Ziemlich cool. Boah. Also man kann ruhig auch dran vorbeirennen, wie man gerade gesehen hat. Also das ist echt zu behindert. Man soll sich zuerst um diesen Turmkommandanten kümmern. Euer Ernst? Nee, da bin ich raus, Freunde. Da bin ich komplett raus. Puh. Vielen Dank fürs Zugucken auf jeden Fall mal. Ich mach's wahrscheinlich zweimal eineinhalb Stunden lang. Bonjour. Hi. Ach du Schande. Krasse Kacke. Hä? Markierung im Spiel. Aha. Willst du mich komplett verarschen? Ich möchte einfach da hinten hin. Kann ich kurz Mädel? Seht ihr die Landeplattform oben auf Bruder 2? Dort wird fast die ganze Flotte der Zeppeline des Regimes in Paris betankt, ja? Geht dahin, zerstört die Treibstofftanks und schaltet die Pumpen aus. Viel Erfolg, ihr zwei. Kann man eventuell mal machen. Ich glaube an euch. Ja. Easy. Also wir gehen definitiv nicht dem nach. Wir gehen definitiv wir haben alle Leben wieder. Sehr schön. Wir gehen definitiv dann noch Bruder 3 besuchen. Hier, Siegesboulevard. Da waren wir noch nicht. Finde Bruder 3. Von dem her könnt ihr euch im nächsten Part auf was gefasst machen. Wird auf jeden Fall eine heiße Nummer werden. Ich hoffe, ihr seid dann mit von der Partie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.